Wollte schon sagen, hier ist doch irgendwas faul. Hier K15 wird hier ausgegeben und E10. Wir haben jetzt hier das Problem, dass die nie rauskommen. Dass die ständig warten müssen. Das funktioniert so nämlich nicht. Damit das funktioniert. Erstmal muss ich mir aber Zeug holen. Dann überlegen wir uns das, wie man das am besten regeln. Also die erste Idee, die ich hatte, war einfach hier nochmal einen Kreisverkehr hin und von hier drüben kommen die einfach. Dann haben die ein bisschen Platz für Wartezeug. Ich denke, das wäre mit das Beste. Wie funktioniert die Kohle hier? Funktioniert ganz gut. Die muss halt genutzt werden. Das ist halt so mit das Problem. Ah, jetzt fährt er weg. Okay, gut. Sehr schön. Na, dann geht das ja eh. Dann warten wir damit nochmal ganz kurz, bevor wir das jetzt hier machen. Wo bleibt... Ach, du bist schon da. Wunderschön. Gut, ich warte, bis ich wieder mit allem ausgestattet bin. Oder nein, ich warte nicht. Ich mache mich schon mal auf den Weg nach unten und hole mal meine Effizienzmodule 2. Ich hoffe, wir haben genug da. Davon brauche ich ja bestimmt ein paar. Was haben wir denn hier eigentlich für einen Blueprint? Den kann ich irgendwie mit rechts wegmachen. Ha, gut. Sauber. Hat mir nämlich jemand in den Kommentaren geschrieben, dass man die Blueprints einfach löschen kann. Also super, da muss ich nicht immer irgendwelche Kisten zerstören. So ist das doch ein bisschen einfacher. Oh, hier können wir, hier haben wir aber du, meine Güte. Ja, nehmen wir alles mit. Gut. Hier unser alter Panzer. Ist noch was drin? Gottes Willen, wie lange wir den nicht mehr gebraucht haben. So. Der Arme. Hätte ich mal einmotten sollen. Das gute Stück. So. Er steht da, wie bestellt und näher abgeholt. Auf geht's zurück. Ja, unsere Batterien sind auch fast wieder aufgeladen. Zumindest sind sie wieder grün. Na, mal gucken. Yay, komm. Ah, stimmt. Wir brauchen zweimal mindestens Robohangar. Ist klar. Bauen wir schon mal hin. Genau. Hier die Abfahrt. Ist klar. Die brauchen wir auch. Mach das Ding weg. Bup. Und bup. Das ist die Abfahrt. Was ist denn jetzt hier für ein Teil? Weg damit. Ja, keine Ahnung, aber hier müsste auf jeden Fall ungefähr so hin. Eigentlich bloß so. Und dann muss hier ein Folgesignal hin. Dann haben wir dann nämlich, sind wir da schon vorbereitet für, wenn hier diese S-Kurve reinkommt. Später irgendwann mal. Eisenkisten. Ja. Ich kann nicht genug Eisen. Ich habe nicht genug Eisen. Ach ja, da auch noch Zeug gefehlt. Gibt's denn sowas? Ja, Eisenkisten. Jede Menge Stück. Komm. Gib alles. Und lass mich übers Band rollen. In der Zeit. Na, zurück. Kommt ein Zug? Nö. Ah, wieso? Was ist denn hier? Okay, wir brauchen Greifarme, Kisten. Alles Mögliche eigentlich. Ich warte mal kurz, bis die Roboter hier das ganze Zeug rüber geschafft haben. Ja, bin mal gespannt, wie Factorio mit dem im nächsten Update wird. Ich habe so... Ja, ich muss mal wieder die Freitags-News lesen. Habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht, aber auf jeden Fall... Was, wie es aussieht, haben sie wieder was an der Performance gemacht, was natürlich super ist für alle Leute, die Riesenfabriken bauen. Also noch viel riesiger als ich. Ich baue ja noch handsam. Aber für die Leute, die kommt das dann richtig zugute. Wir brauchen noch Fabriken. Bauen wir sonst noch was? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Werde ich gleich sehen. Ja, Strommasten. Oh Gott, hier fehlt noch einiges.
noch mehr von den Greifarm-Drummasten, arithmetische Vergleicher, jede Menge Strommasten, noch mehr Kisten. Ja, okay. Ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Fehlt noch was? Noch ein Vergleicher, ja, hin damit. Hallo? Was ist jetzt mit dem Vergleicher? Oder fehlt der oben? Na, der fehlt da oben. Och, gut. So, Vergleicher haben wir. Das ist, glaube ich, das Ding, was hier gleich K auswirft, genau. Wieso auch immer K2 ist. Ich glaube, wegen dem Konstanten. Hier ist ein Konstanter oder so. Ja, hier ist ein Konstanter. Genau. Deshalb hat er jetzt eine 2. Obwohl gar nicht da ist. Was fehlt? Jede Menge Arme, Masten und Kisten. Okay, Arme, Maste, Kiste. Kein Problem, holen wir uns. Also, Ärmchen haben wir keine mehr. Ja. Aber Masten haben wir. Und Kisten haben wir auch keine. Das ist perfekt. Machen wir genau so. Hier können wir mal. Ja, super. Schön, dass wir die einfach so herstellen können. Jetzt können wir hier uns noch ein bisschen Eisen holen. Dann schmeißen wir da noch ein paar Kisten hinterher. Und dann ist das Teil eigentlich fertig. Kisten. Ja, 30 Stück oder so würden sie haben. Machen wir ein paar mehr. Wir brauchen ja gleich nochmal welche für den nächsten Eisenposten hier. Der will ja dann auch nochmal was zu tun haben. Ja, jetzt ist viel weniger Verkehr hier. Oh, hier ist mir einer abhanden gekommen. So geht das natürlich nicht. Ja. Hin mit dem Ding. Wo steht der? Der hätte hier gestanden. Dann brauchen wir einen Arm, den wir nicht haben. Und zwei Module, die wir haben. Oh, das hat gar nicht so viele Module gebraucht, wie ich erst dachte, dass es vielleicht braucht. Hübsch, hübsch, hübsch. Gut, haben wir jetzt alles. Ist das hier schon fertig? Wunderbar, dann müssen wir das hier umlegen. Lustig. Wie machen wir denn das? Also zuerst mal muss der hier... Das muss weg. Der Busch hier. Das ist klar, das muss hier hin. Wir machen den hier mal weg. Einfach so. Okay, dann muss der irgendwie ins runter. Schmeiß das hier mal weg. Da auch, bitte. Der ist dicht, ist klar. Und hier müssen wir einen runter. Bup. Das ist einer. Mehr geht nicht. Weniger geht nicht. Okay. Das machen wir jetzt bis hier hinter. Bis zum nächsten Kreisverkehr. Oh, alles weg hier. So klar, alles neu gelegt. Ja, werden die jetzt gleich wieder meinen ganzen Strom brauchen, die Roboter? Ich hoffe, dass... Naja, was? Lass doch den da nicht stehen. Was soll denn das? Ja, Strom. Strom, Strom. Hier auch wieder. Bup. Muss man alles selber machen bei denen. Alles selber machen. So, wir schnappen uns stattdessen jetzt hier den ganz langen Lulatsch. Hallo? Ah, da. Dankeschön. Ich würde schon sagen, der muss doch hier irgendwo gewesen sein. War er auch. Aber er sah ihn nicht, weil er blind ist. So, super. Jetzt ist die Frage. Machen wir mal so. Kein Problem. Das hier kann jetzt wieder weg. Hopp, genau. Das kommt auch weg. Und dann legt man den hier von Hand wieder runter. Bup und bup. Super.
Genau. Strom noch hin. Hier läuft der Strom überall durch. So, hier läuft er auch durch. Sehr schön. Das hier muss jetzt noch irgendwie angeschlossen werden. Bup. So, sehr gut. Vor Asch muss uns das reichen. Ja, so. Sehr schön. Okay, der ist angeschlossen. Das hier ist der Ausgang. Ich glaube, der heißt doch schon so. Nö, hier ist er nicht. Wo bist du lang? Da lang, okay. Aber wir klauen uns jetzt hier den. Den kopieren wir uns. Der kommt jetzt hier drüben hin. Bob. So, wunderschön. Was fehlt ihm? Hat er alles? Er kriegt hier sein Signal. Das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir dem hier oben nochmal füttern. So, gerade mal gucken, dass wir nicht über den Haufen gerumst werden. Dann können wir den nämlich hier oben auch füttern. Das Ding hier kopieren. Also den Bahnhof hier. Hier kommt gerade nichts. Gut. Und dann setzen wir jetzt hier hin. Wupp. Wunderbar. Okay, der braucht noch hier seine Signale. Warte mal, hier kriegt er... Bis hierhin kriegt er irgendwas. Jetzt müssen wir das bloß nochmal richten, was der da genau kriegt. Das von da drüben eigentlich. Das heißt, wir brauchen Rot und Grün. Grün machen wir erstmal als erstes. Na, warum ne? So, geht auch. Genau, wunderbar, das passt. Und du bist jetzt hier natürlich die Nummer 3 oder 4 oder was auch immer bist du. Das muss ich bloß irgendwo einstellen. Also hier ist es alles egal. Hier beim Vergleicher bist du die 3. Und hier bist du auch die 3. Okay, du gibst eine 3 aus, du hast ein bisschen was. So, alle müssten aus sein, außer du. Das ist richtig. Und du gibst ein riesengroßes K aus, dafür, dass du Zeug in Anspruch nehmen kannst. Ja, K7 gibst du aus. Und sagst den ganzen Leuten, hier, ich brauche Zeug, kommt her. Das heißt, hier unten müssten jetzt alle mal loslegen dürfen. Wo immer die jetzt dann bleiben, wenn die hier mal eigentlich herkommen dürften. Genau. Müsste der Nächste kommen? Der müsste sich da gleich in die Warteschlange stellen. Macht er aber, ne? Also, weil du Eisenerz bist. Bist du Kupfer? Ne, du bist auch Eisen. Was bist du? Eisen. Eisen. Was macht denn das ganze Eisen hier? Aber du bist Kupfer, genau. Und du bist auch Kupfer. Wunderbar. Kupfer 1. Der Nächste Kupfer. Genau, so möchten wir das sehen. Und Kupfer 3. Alle schon mal hier bereitstehen zum Ausladen, während der sein ganzes K reduziert. K6 noch. Nächster Zug. Hau ruck, jawohl. Okay, wunderschön. Hier unten müsste der auch noch angeschlossen werden, soweit ich das weiß, ne? Weil hier ist nämlich noch nichts. So, dann müssen wir mal gucken. Das letzte ist das hier. Wo 2 und 1 sind. Okay, das nehmen wir uns dann einfach mal nachher drüben. Brauchen wir jede Menge grüne Kabel nochmal. Weiter, weiter. Hier ist kein Grün, das ist schon mal gut. Aber wir müssen noch weiter hier rüber. Nochmal grün. Grün, grün, grün. Oh, hier musst du so aufpassen jetzt. Da ist jede Menge Verkehr. Und zum Beispiel bist du schon platt gemacht. Bist du einfach platt. Ja, nimm dir den, genau. Schleif dir den hier rüber. Und du gibst jetzt hier eine 3 aus. Und du vergleichst aber auch eine 3. Gut. Sollte passen. Der ist an, weil
Was? 15.000? Und der ist an? Das kann aber so nicht stimmen. Warte mal. Du bist bei C, kleiner gleich 0, bist du an oder so. Das heißt, wenn irgendein C kommt, bist du aus. Ah, 14.000. Okay, du darfst doch an sein. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt drei Kupferschmelzen, die jetzt hier bereit sind, um Zeug entgegenzunehmen. Das ist in Ordnung. Warum habt ihr keine Effizienzmodule? Hat das einen Grund? Das hat bestimmt einen Grund, oder? Habe ich das irgendwann mal übersehen? Mist, dann müssen die Links ja auch keine haben. Da muss ich gleich nochmal gucken gehen. So, okay. Das erklärt aber auch, warum ich so wenig gebraucht habe. Wo ich gedacht habe, dass ich viel mehr brauchen müsste. Und hier kommt gerade nichts. Da ich ja den hier kopiert habe, dürfte der auch nichts haben. Und der hat auch nichts. Ah, Energieverbrauch. Unglaublich hoch. Das ist überhaupt nicht umweltfreundlich. Da greifen uns gleich wieder die Aliens an. So, wunderschön. Wunderbar. Bist du jetzt hier bald mal voll? Du bist voll. Wunderbar. Und stehst deswegen auch auf Null. Der kann jetzt nie weg. Der steht da am Weg. Macht nichts. Sobald der ausgeladen hat, fährt er weg. Und der fährt auch weg. Und hier drüben ist ja jetzt noch Platz. Da müsste der jetzt auch umdrehen und sich hier drüben eigentlich entsuchen. Idealerweise. Wir gucken mal, ob er das auch tut. Tut er. Sehr gut. Ja, genau. Und der fährt jetzt zu dem. Hübsch. Das funktioniert. Ganzen Kupfer. Dann konnten die ganzen Züge jetzt mal loslegen, um den zu beliefern. Und das hat sogar geklappt. Das ist ja das Schönste mit dran. So, zurück nach Hause. Wir holen uns schon mal jede Menge Zeug für den nächsten gleich. Jetzt machen wir ja noch einmal extra Eisen. Und dann... dann lassen wir das gut sein für heute, würde ich mal sagen. Dann haben wir ja gut aufgewertet. Dann sollte es jetzt auch eigentlich nirgendwo mehr scheitern, dass kein Kupfererz da ist. Ich meine, der Eisenerz war eigentlich eh gut immer. Aber mal sehen. Na, genau. Halt an! Halt an! So, und warte hier auf mich, bitte. Während ich gucken gehe, was ich hier überhaupt brauche. Also, wir holen uns ein ganz paar Lichtbogenöfen, gelbe Greifarme brauchen wir ohne Ende, jede Menge Kisten für Eisen. Wäre nicht ganz schlecht. Hier können wir einfach schon mal bauen. Nicht genug Komponenten, wir kriegen aber gleich neue. Das macht nichts. Hier ja, wieder keine Komponenten. Wir kriegen noch mehr. Ja. Zwei solche Robohanger holen wir uns mal. Hier nochmal ein paar Kisten. Genau. Okay, jetzt müsste es reichen. Bullup. Bullup. Sehr schön. Okay, wir gehen nochmal los. Wir holen uns ja noch die gelben Greifarme. Ein paar. Müssten wir hier haben, ne? Genau. Gelbe Greifarme. Ich war schon. Oh Gottes Willen, habe ich viele hier. Gut, gelbe Greifarme haben wir. Noch ein paar Lichtbogenöfen und Effizienzmodule. Nehmen wir auch noch ein paar mit. Lichtbogenöfen waren hier hinten. Ja, nimm einfach so 150 mit. Dann brauchen wir natürlich... was hatte ich jetzt nochmal gesagt? Ach, Effizienzmodule. Die Zweier brauchen wir ein paar. Ja, nimm mal so... ja, so mit. Oder so. So, viel besser. Jetzt noch ein paar rote Fließbänder und dann kannst du losgehen. Wo waren denn die? Hier sind gelbe. Nee, hier ist rot. Hier nimmst du nochmal mit. Gut. Jo, dann lassen wir das so und gucken mal. Ja, haben wir auch jetzt keinen Platz mehr für nichts. Das ist beruhigend. Dann ist alles richtig, denke ich mal. So, auf zum Artillerie. Schö. Schö. Ja, da, du da musst doch mal weggehen, du komischer. Ups, was macht denn der leere... ach, der war gar nicht leer. Ich wollte gerade sagen, macht denn der leere Zug da? Aber der ist nicht leer. Hübsch. Kann sein, dass es jetzt auch wieder
an irgendwas anderem fehlt, wo wir jetzt wieder genug von dem hier haben. Das kennt man ja auch schon. Wenn vom einen genug da ist, fehlt es vom anderen. So, wir müssen den jetzt hier irgendwie kopieren. In all seiner Schönheit und Pracht. Das machen wir auch. Ja, der kommt weg. All seine Schönheit und Pracht geht irgendwo hier los. Und hört irgendwo hier auf. Und das Ganze bis hier runter. Ja, machen wir mal. Okay. Der hier kommt weg. Der hat keinen Sinn. Der Rest passt. Okay, jetzt müssen wir bloß zusehen, dass wir das hier so hingepappt kriegen, dass das funktioniert. Man könnte den so anlegen. Das würde gehen. Jetzt müssen wir mal oben nochmal gucken. Da könnte man das genauso machen. Also so hier geht. Das ist ziemlich eng. Geht das unten auch? Ja, aber wir machen mal lieber so. So. Attacke. Das sollte funktionieren. Jo, hin mit dem Ding. Ja, da werden jetzt gleich unsere Roboter werden wieder sagen, Büb. Wie sich das so gehört. So, den hier können wir anschließen. Dann brauchst du den hier eigentlich nicht mehr. Der kann weg. Das passt. Der hier ist sinnentfremdet. Oh, warte mal. Hier ist das... Wo ist denn das Ende von dem Zug? Wait a second. Müsste hier sein, theoretisch, ne? Also der war schon richtig da. Dann kann der aber nicht runter. Also der hier muss ein Stück weg. Ein Stück näher muss der, damit der dann noch runter kann. Ansonsten ist das hier zu eng. Ist es das? Ja, da muss der runter. Oh, das geht. Okay, der funktioniert wunderbar. Hier kommt einer hin. Der hier hat jetzt keinen Sinn mehr. Braucht er also auch nicht da zu sein. Der Rest sollte passen. Wir brauchen einen Bahnhof. Wahrscheinlich zwei. Oben ja auch nochmal einen. Jede Menge Kisten. Willst du mir erzählen, ich habe nicht genug Kisten oder was? Müsste doch eigentlich da sein. Nö, der meckert. Keine Kisten. Aber ich habe hier doch noch welche. Warum? Was ist dein Problem? Mit den Kisten. Forsch gleich mal die nächste Stufe. Ja, mach ruhig. Nee, hier sind Kisten da. Hier fehlen die blauen Greifarme. Okay. Habe ich nie gescheut hingeguckt. Sorry. Und gleich ist es soweit. Wir haben keinen Strom mehr für unsere Roboter. Ja. Ja, ich mache da mal wieder einen kleinen Cut. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt hier doch nochmal einen kleinen Fehler gefunden. Und zwar gibt hier irgendeiner ein riesiges K aus, obwohl wir gar kein riesiges K haben. Und zwar, was gibt denn der hier aus? Ach nee, das stimmt. Der hat so unglaublich wenig. K5 gibt der aus. Und das ist richtig. Der braucht so viel. Okay. Wollte schon sagen. Hier ist doch irgendwas faul. Hier K15 wird hier ausgegeben. Und E10. Wir haben jetzt hier das Problem, dass die nie rauskommen. Dass die ständig warten müssen. Das funktioniert so nämlich nicht. Da hinten ist auch noch zu. Also ich muss mir jetzt gerade mal da was überlegen, dass die irgendwie da schneller raus können. Rausfahren, weiß ich nicht, wie genau. Weil die blockieren sich da jetzt gerade alle gegenseitig wunderbar. Deswegen machen wir da jetzt gleich mal eine schöne Rechtsabbiegerspur auch schon mal hin. Dadurch geht es vielleicht schon mal ein bisschen flotter. Ansonsten muss ich mir da nochmal was überlegen. Den größeren Kreisverkehr oder mehrspurig. Irgend sowas. Auf jeden Fall, das hier ist nicht so geil. Wir machen hier mal weg.
Machen hier eine kleine Rechtsabbiegerspur schon mal hin. Bloß wie. Das Problem ist, dass ich dann keinen Platz habe mehr für die Zugsignale. Von daher wartet das mal kurz. Dass der hier steht, ist halt auch dämlich. Deswegen können die nämlich ungescheut raus, so wie sie das müssten. Ich mache das mal anders. Mal ganz kurz anders hier. Und zwar, wir kappen die hier mal ab. Komplett hier. Genau, jetzt hier nicht erreichbar, das ist in Ordnung. Ihr kommt nämlich gleich woanders raus. Das macht nichts. Dadurch kann ich das so ein bisschen entschärfen hier, hoffentlich. Naja, Ziel ist nicht erreichbar. Ich weiß, macht nichts. Das hier kommt alles weg. Brauchen wir nämlich nicht. Also schon. Brauchen wir schon, aber jetzt nicht. So, ja. So, wunderbar, alles weg. Hier auch weg. Das muss nämlich woanders lang. Sonst blockieren wir uns hier alles gegenseitig. Jetzt, okay. Wir haben wieder Platz. Wie machen wir das? Und zwar ist der Plan einfach. Ja, so. Und der geht dann hier lang und hier drauf einfach. Da machen die lang. Das ist alles. Die machen einfach dort lang. Da muss nämlich keiner von dem Kupferheinzen hin oder kaum jemand. Und dadurch sollten die sich nie so im Weg rumfahren. So, funktioniert das jetzt hier?